Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Burago, und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier unterwegs in The Junkbox Evoland. Und zwar, in der Verlängerung. Und wir sind kurz vor dem Endkampf, aber wir wollten noch vorher ein paar Karten sammeln. So, dabei haben wir auch noch den geheimen See entdeckt, den wir noch komplett lösen müssten. Aber erstmal fliegen wir ein bisschen durch die Gegend. Und zwar hat das folgenden Grund. Wir kehren nochmal zurück. Genau, nach hier oben. Genau, dorthin. So. Und hier müssten wir erstmal landen. Das wäre so der erste Hier möchten wir jetzt. Wir können uns verlanden. Aber da. So. Ganz einfach. Es gibt nämlich eine versteckte Höhle. Weil ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, wo noch Karten sind. Ein paar davon findet man nicht so per Zufall. Und so gibt es hier nämlich noch ein verstecktes Gebiet. Eine versteckte Wiese. So sieht das aus. Dort ist auch nochmal ein Loch. Und dann haben wir hier eine Truhe. Und hier haben wir den Schleim gefunden. Da ist keine Ecke, wo man so rein so will ich mal drüber stolpert, dachte ich mir. Das möchte ich aber euch nicht vorenthalten. Und wie man sieht, ist hier noch ein Loch. Da gehen wir natürlich auch nochmal rein. Echter Forscher, ihr habt eine versteckte Höhle gefunden. Ja, die haben wir geholt. Mit weiteren Kämpfen. Die hauen alle daneben und wir hauen einmal kräftig zu. 41 und weg. So, die hauen weiter fleißig daneben. So, der wieder daneben. Das Ganze ist ja jetzt langsam kein Problem mehr. So, 180 Jills und wieder Erfahrungspunkte gesammelt. So, wir haben ja eine lustige Höhle. Wir gehen aber nach dem Prinzip immer nach links gehen. Und zwischendurch ein paar Ratten töten. So, auf die Ratte erstmal draufhauen. So, da hauen wir auf die Ratte drauf und auch weg. 120 Jills und 4 Erfahrungspunkte. So, mal gucken, was wir überhaupt hier unten so alles entdecken können. Hier haben wir noch ein paar Kisten. 50 Jills. Ein Kampf wieder gegen Ratten. Das scheint ja ein Rattennest zu sein. Naja, das ist dann halt so. Und wir machen ein paar Ratten platt. So. 120 Jills und 4 Erfahrungspunkte waren das. So, wir gehen weiter mal nach hier unten. Immer nach links war angesagt. Jetzt haben wir gleich das untere Ende wahrscheinlich erreicht. Nein, haben wir nicht. Schade, dass es ja auch keine Minimap gibt, obwohl wir die ja freigespielt haben. So, auch da daneben gehauen. So. 120 Jill, 4 Erfahrungspunkte. So. Wir haben den Truck gefunden. Das ist doch super. Haben wir noch hier was Interessantes? Die Invasion der untoten Katzen von E. Schrödingen. Ein Bestseller bei Amazon. Genau. Die Invasion der toten Katzen. So, jetzt gehen wir nach oben. Im Prinzip ist wieder ganz klar. Aus Sicht unseres guten alten MacVoragos gehen wir zwar immer nach rechts. So, 60 Jill, 2 XP, war jetzt nicht so die Riesenausbeute. So, das heißt, wir gehen jetzt hier lang und hier lang runter. Und da ist noch eine Truhe. Dort finden wir wieder einen Stern. So, jetzt können wir hier lang. Ein kleiner Kampf. Wir hauen beide daneben. So, auch weg. Und er ist auch weg. So. 120 Jill und 4 Erfahrungspunkte. So, jetzt können wir hier langsam nach oben gehen. So, hier lang. Ich hoffe mal, ich wollte gerade sagen, ich hoffe mal, wir kommen zügig heraus. Aber nein, da haben wir wieder ein paar Ratten. Die zwar jetzt kein großes Problem mehr darstellen, aber leider uns ein bisschen aufhalten. 4 Erfahrungspunkte. Wir sind ja jetzt Stufe 12. Ich bin ja mal gespannt, ob es noch mehr als eine Stufe 12 gibt. So. Okay. Da wird wieder gehauen. Wir hauen zurück. Und tschüss. Ist das. 60 Jill, 2 Erfahrungspunkte. So, das haben wir ja drüben noch eine Nische, aber da kommt man nicht weit. Das war's mit der Höhle. Naja. Fast war's mit der Höhle, weil wir haben noch die Verabschiedung. Und zwar von diesen drei Kollegen hier. Du, immer Fechte drauf. Die treffen eh nichts mehr. So. Und weg mit dem Freund. So. Okay, jetzt geht's hier lang. Da ist Sackgasse und Leiter rauf. So. Damit haben wir die Ecke hier, das versteckte Wiese, auch erledigt. Aber wie gesagt, das ist nichts, was man so einfach findet. So, jetzt geht's gleich mal weiter mit den Freunden der Schildkröten.
Einmal auf den Filz. Nein, 27 ist zu wenig. Haben wir gelernt, wir brauchen mindestens 30. Aber jetzt ist er weg. Er macht nur noch einen Schaden von 1. Angriff auf den Pilz. So, genau, 33 ist ausreichend. Damit ist er verschwunden. So, jetzt können wir uns mal um den Freund kümmern. 27. Und nächster Angriff. 21 macht jetzt 48. Nochmal drauf. Genau. Also, das waren 48, 50, 53. Reicht auf alle. Und Stufe 13. Seine Werte für Leben wurden erhöht. So, und zwar geht es im Endeffekt darum, dass die Aussage eigentlich stimmte, dass in der Kristallhöhle noch etwas drin ist. Auch da habe ich mal gelugt, wo wieder was ist. Weil jetzt geht es langsam in das Eingemacht. Das sind so Ecken, die findet man einfach nicht. Da muss man ein bisschen kreativ sein. So, das geht nämlich hier entlang. Wir müssen in die Kristallhöhle rein. Oh, eine Choboko. Der macht mächtig Schaden, das haben wir ja gelernt. 31, das war ein ordentlicher Treffer. Ja, davon sieht ja schon deutlich besser aus. Nochmal drauf. Als nächstes werden wir uns mal heilen. Spezialfähigkeit und heilen, weil 39 Trefferpunkte deutlich zu wenig. Okay, gleich nochmal heilen. 88. Oh, jetzt hauen wir nochmal drauf hier. Oh, 500 Jill, 20 Erfahrungspunkte freigeschalten, Choboko-Fleisch. Und zwar stimmt es schon, dass hier in der Kristallhöhle doch noch was zu holen ist. Aber das ist auch wieder so eine Ecke, die findet man einfach nicht. So, wir können ja mal was ganz anderes ausprobieren. Wir laufen einfach mal weg. So, da haben wir das auch mal kurz gesehen mit dem Weglaufen. Und zwar geht es hier entlang. Die hauen alle daneben. Wir hauen einfach mal zu. Erster ist weg. So, auch weg. An sich sind die gar keine Bedrohung mehr. Und wir sammeln ein paar Erfahrungspunkte. 9 Stück haben wir gesammelt. Und zwar geht es hier oben an dem Teich. Geht es weiter. Und zwar hier. Das ist aber keine Ecke, die man einfach mal so findet. Ne, da war noch eine Kooperation zum Weg. Und zwar, hier gibt es versteckte Wege. Genau. Da hat man es kurz gesehen. Das ist jetzt nichts, wo man so rein zufällig mal reinstolpert. Da muss man schon genau hinschauen, um das zu entdecken. Beziehungsweise wahrscheinlich ein bisschen nachhelfen. 4 Erfahrungspunkte. Und zwar geht das dann nicht hier lang nach oben. Da kommen wir nämlich hier lang raus und da kommen wir an die Truhe. Diese Truhe haben wir schon ein bisschen gesehen, würde ich mal sagen. So, dann ist der auch entfernt. So, und ein Stern. Super. Ein Stern. Das freut mich ja ganz persönlich sehr. Jetzt müssen wir mal sehen, ob wir den Rückweg wieder finden. Genau, man sieht es hier. Ja, da mal kurz die Sterne nochmal. Entsorgen wir nochmal die Kobras. Die hauen auch daneben. So, hier an der Stelle sieht man das, dass das eigentlich gar nicht zu sehen ist. Damit haben wir das hier auch wirklich jetzt soweit erledigt, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn nicht, ist auch egal. So, hauen wir einfach mal drauf. Wir sammeln einfach mal so viel Erfahrungspunkte wie geht. Mal sehen, vielleicht können wir noch einen Level Cap hoch doch noch finden. 120 Jills und 4 Erfahrungspunkte. Jetzt geht es hier lang wieder runter. Halt, da lang. Ah, ja. Und wieder kommt einer in die Quere. Der aber gleich erledigt ist. 70 Jills, 5 Erfahrungspunkte. So, jetzt müsste man, glaube ich, hier lang. Genau. Nochmal kurz zum Ausgang ein paar Ratten. Wieder das Verabschiedungskomitee. So. 120 Jills, 4 Erfahrungspunkte. So, jetzt kann man hier nicht den Ausgang rausnehmen. Dumm ist natürlich, dass wir jetzt unser Luftschiff da hinten geparkt haben. Weil da haben wir wieder das Problem mit dem Insekten hier. So, Angriff. 120 Jills, 5 Erfahrungspunkte. So, jetzt gehen wir nämlich leer unten zu unserem
Nein, wir gehen noch nicht zu unserem Luftschiff, sondern wir entsorgen erstmal noch eine Wespe, ein Apidia. Greifen wir an. Oh, daneben. Das kann jetzt ein Fehler sein. Ja, und da haben wir 8 Schadenpunkte eingesammelt. So, jetzt sind wir ihn auch los. 5 Erfahrungspunkte hat das Ganze gebracht. So. Und zwar hatte ich noch eine Sache gesehen. Das heißt gesehen, wo ich geschaut habe, damit wir ein bisschen noch was bekommen. Und zwar geht es hier um das Dorf. Da ist es auch noch was versteckt. Die Sache ist die, das hätten wir auch schon so finden können. Weil der entscheidende Hinweis kam nämlich ja schon. Und zwar, wo hätten stutzig werden müssen, ist dieses Haus hier hinten neben dem Brunnen. Wenn wir da reingehen wollen, diese Tür verschlossen ist, was sich wohl dahinter verbirgt. Und zwar ist das auch so ein Problem, das findet man nicht per Zufall, sondern es geht hier hinten lang durch. Dort finden wir nämlich auch eine Cobra Zero Karte, aber der Sache noch nicht genug. Es geht nämlich auch von hier hinten in das Türchen rein. Und dort finden wir nicht die nächste Truhe. Ein Stern. So, wie sieht es denn eigentlich aus? 26 Sterne und 17 Karten. So, 4 Sterne fehlen also noch. Das kommen wir wahrscheinlich hier lang nicht raus. Also 4 Sterne fehlen effektiv noch. Und 6 Karten. Müssen wir mal schauen, dass wir die noch eingesammelt bekommen. Müssen wir hier runterfinden wieder, genau. Selbst der Rückweg ist nicht einfach. So. Als nächstes probieren wir mal unser Glück. So, das waren jetzt die Einpacken, die ich... Naja, da sind wieder ein paar Störenfriede. So, das waren jetzt die Ecken, wo ich geschaut habe, wo sich da was befindet. Einfach, damit wir hier noch etwas davon haben. Weil mich würde ja mal interessieren, was wir bekommen, wenn wir Champion sind. Und was wir bekommen, wenn wir dem Glatzköpfigen ein komplettes Set zeigen. Wie er das sich gewünscht hat. Also von daher alleine, denke ich mal, ist das ganz okay, wenn ich mich hier mal ein bisschen nachschaue, wo sich hier was befindet, damit wir hier auch noch die Erfolge einsammeln. So, 320 Jills, 15 Erfahrungspunkte gewonnen. So, und zwar gab es ja hier diese, der geheime See, der hier hinten irgendwo war, genau, da hinten. Mal gucken, ob wir hier hinkommen. Ohne Gefecht. Genau. Ja, wir haben auch schon unser Gefecht gehabt. Nur nicht so wie geplant. Und zwar möchte ich das hier mal ausprobieren mit dieser Bombenfalltechnik, die wir beim letzten Mal ja entdeckt haben. Ob wir hiermit etwas weiterkommen. So Timing-Geschichtenmäßig. Okay, da haben wir da einen Weg. Okay. Mal schauen, da ist ein Kristall, der eigentlich nur dafür da ist. Hier ist sonst nämlich nichts. Deswegen ist jetzt meine Vermutung folgendes. Wir packen mal hier die Bombe und machen uns auf den Weg hier rüber. So, jetzt sind wir hier klein. Ich hoffe mal, das war jetzt kein epischer Fehler. Das schon, weil... Okay. Ah... Oh, können wir den hier einsammeln? Okay. Ich glaube, das war doch ein Fehler, weil wir kommen hier nicht weiter. Wir kommen nur bis hier hin. Ah, war doch nicht so clever. Aber für was sollte der Kristall sonst da sein? Wenn nicht für so einen Stunt. Oder wir kommen hier unten jetzt irgendwo lang. Nein, leider nicht. Sieht nicht danach aus. Okay, wir sind wieder groß. Wenn wir zurückgehen, passt das auch wieder. Hm. War ein super Ansatz, aber hat uns nicht viel gebracht. Das hätten wir vorher mal schauen sollen, wo dieser kleine Baum ist, an dem wir vorbeikommen müssen. Na, komm her. So. Mogeln wir uns mal hier weiter durch. Okay, den haben wir erwischt. Dann geht's nach da. So, na, hier unten ist auch noch einer. Dann sind wir den auch los, als solches. Ja, da lang jetzt und klatsch erledigt. So, und noch ein kleiner Frechdachs da drüben. Den ignorieren wir aber mal. Wir gehen nämlich den Weg hier lang runter.
Die Frage ist hier oben. Oh, hier oben kommen wir auch noch lang. Aber ich glaube, da waren wir schon in der letzten Folge. Genau, da waren wir nämlich gewesen. Da kommen wir nämlich nach da. Was jetzt uns auch nicht so wirklich viel weiterhilft. Alles klar. So, aber wenn ich so schaue, sagt mein Timer ja mal jetzt schon was ganz klar. Es hat sich ausgespielt für heute. Und das war's. Genau, die Zeit ist rum. Ich gehe jetzt hier mal spontan ein bisschen spazieren, damit wir an die Stelle kommen, wo es dann nächste Mal weitergeht, und zwar morgen. So, komm mal her. Dankeschön. So, also, ich bin mal gespannt. Ich würde gerne mal in den Comments lesen, wie ihr das eigentlich so findet, wenn ich jetzt hier ein bisschen mich schlau gemacht habe, wo hier sich hier noch was befindet. Oder ob wir lieber selber suchen sollen, nur wird das Ganze dann etwas länger als geplant, würde ich mal meinen. So, also, hier ist die richtige Stelle. Hier geht es dann morgen weiter mit der Bombentechnik. Aber erst entsorgen wir noch ein paar Fledermäuse hier. Oder? Nein, die bleiben brav da. Okay, schreibt mal rein in die Kommentare, ob das okay für euch ist, wenn ich mal ein bisschen gucke, wo sich die Karten befinden, damit wir ein paar mehr finden als per Zufall. Sonst bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich bin MacBurago und sag Servus und Ade.